Bei Mercedes-Benz stung auch ein Probeier, Firma am EQS die besten Elektroauto an seiner Klasse zu bauen. Die Konkurrenz an diesem Segment ist hart und dafür gewohnt von Mercedes-Benz ein neues Modell gezeichnet und konstruiert. Den EQS-Modell. Auch das ist Gefühl von der vollelektrischen Plattform für ihre Luxusgefähre. Von den Lohn gehen auch alle elektrischen Luxusmodelle von der Daimler AG auf den NUM EQ gedeift. Den EQS ist einfach keine Fortsetzung von einer Karosserie, von einem Verbrenner, mit schon dann wird auf verschiedene Frauen, die an Sachen Elektromobilität noch nicht gestaltet dürfen. Ein couragierter Design mit den passendsten Mossen an der Länge 5,22 m, an der Breite 2,12 m und an der Höhe 1,50 m. Für den ihn, so heißt es, hat er vierbehalene Hand bei Mercedes-Benz voll an den Risikobereich gegangen ist. Daneben tut das sportliche Neukonzeption von der Linie mit dem Kapo über ein paar Schocken an dem hinteren Teil nicht nur ästhetisch, sondern auch aerodynamisch grün. An einer wird er ausgedrückt, die beiden Cap-Forward-Design-Elemente, also die fischen Teile von der Kabine, machen es doch möglich, dass die weit aus einer Bericht den R&C-Seil sowie auch nach dem One-Bow-Design ein kleiner geschwungener Bow über den Hinterhör mischt. An einerseits für die sportliche Coupé-Dynamik sucht. Die jüngeren Munch S-Klasse-Traditionschauffeur zu viel mit Schwung wirken. Der nächste Blick direkt auf ein großes Bau aus Glas im Cockpit das wow. Ein großer MBUX-Screen, ein großer E-Chrom am NUM Hyperscreen, drei Displays, eh für den Chauffeur, eh für den Beifahrer und als Zentralunität wird drunter mehr geschieht, am Bild zu behalten. Die wichtigsten Funktionen sind auch nicht lang sich am Menü zu finden. Und dafür haben sie bei Mercedes-Benz einen Begriff gefunden, Zero Layer. Was heißt, das Wichtigste ist bei einer Linie, keine Blätter am Menü mehr. Zu viel Auflenkung ist auch nicht gut für den Chauffeur, weil er sich sonst zu viel mit der digitalen Infoflut beschäftigt. Er lässt sich auch viel Info-Overkill ausschalten, mit Standardanstellungen wie Tempo und Verkehrszeichen-Info soll er schon parat sein. Und das für auf der nächsten Kreuzung bei Unaufmerksamkeit vom Chauffeur sehr sicher mit Gurtstrafe an den Sitz zu drücken. Aktuell lassen sich aber während dem Fahren kein Filme gucken oder am Netz surfen. Ein echtes Surplus geht es aber da gehend, ob denen zwei weiteren Ekranen um Rick von denen fischte Sitze. Unser Testauto mit dem Interieur für komfortable Ledersitze, empfindlich, aber wunderschön, mit mehreren Kappkissen, bietet en plus viel Komfort mit viel Platz. Den EQS ist immens gut dimensioniert. Durch den am Innenboden angebauten Akku-Package sitzt den am EQS deutlich mehr hoch wie an der normalen S-Klasse. Mal mit seiner großen Heckklappe vis-à-vis der S-Klasse mit normalen Mallendeckel wurde ein kleiner Vorteil. Also ein Ladevolumen liegt zwischen 610 und 1770 Liter. Für den EQS lässt sich demarrieren, kurz der Fuß-Bremspedal gesetzt. Die Knöpfchen vom Demarrer gedrückt, erschockert dir vom unsichtbaren Butler zugezogen. Aber beim Rasklammen muss er noch nicht unbedingt den Motto ausmachen. Das hält den unsichtbaren Butler auch an die Hand. Der Vormodus-Schalter an Position D setzen, erschrollt das elegante Gefühl wie auf Schienen über den Straßen. Sein massiven Undriff von zwei Elektromotoren mit der Systemleistung von 385 kW von 523 PS, ein maximal Drehmoment von 155 Nm, sorgt für einen Sprint von 0 auf 100 km/h auf 4,3 Sekunden. An dem knapp 2,6 Tonnen schweren Auto wird bei der Vitesse von 200 km/h aufgerieselt. Ein Grenzbereich, den sich auf manst nicht legal auf unseren Straßen ausprobieren lässt. Der Charme vom EQS lädt an seinen starken Leistungsreserven bzw. an seinen Vor- und Rekuperationsmodusen, die von wirklich energischem sportlichem Verhalten bis zum effizienten Energiespuren mitteilen. Seine Allradlenkung, wo die Hinnensträder bei niedriger Vitesse bis zu 10 Grad ausschlagen, kommen so auf kleine Seitenstraßen als Zaubergefühle rüber.
Zumal beim anderen ausparken muss ich nur passen, dass den hinnischten Teil vom Auto nicht an eine unerwerte Richtung ausschwenkt. Das sportlich Driften kann man sich dann aber mit dieser hinnischten Achssteuerung aufschminken. Für LTP-Autonomie an die Realautonomie lochen bei unserem Test auch als Lerner. Heute geht Mercedes-Benz auch laut WLTP eine Autonomie von 582 km an, die sich aber bis 729 km ausstrecken lässt, wenn das Gefährt sich nicht an der Stadt bewegt. Der EQS kann maximal mit 200 kW geladen gehen, was doch mit seinem 400-Volt-System gut möglich ist, weil für ein 800-Volt-System wäre auch mehr eine starke Ladeleistung erforderlich. Mit einer DC-Schnellladestation mit maximal 200 kW soll den EQS auf 15 Minuten bis zu 260 km Autonomie bringen oder an einer halben Stunde auf 80% von seiner Leistungsautonomie kommen. Und einer Wallbox mit 11 kW vergehen sage und schreibe ungefähr 11 Stunden für den Akku-Package voll abzuladen. Den EQS will doch nicht an erster Linie durch seine Vorleistung beeindrucken, sondern erst durch seine Effizienz. Auch durch sein starkes Akku-Package und sein Normverbrauch zwischen 18,3 und 21 kWh auf 100 km soll es schon laut Mercedes-Benz für diese Feiermatic eine maximale Autonomie raussprangen, wobei leider Gottes auch im Vorverhalten vom Chauffeur und Konfiguration vom Auto eine Rolle spielen. Fahren am EQS macht Spaß und gut Laune. Und ich habe mich immer ertappt, dass das lässige Cruisen mit dem Burmeister Surround Soundsystem mit seinen 15 Hörern am Interieur für mich an meinem sportlichen Alter auch gut getan hat. Entspannter. Als Konklusion kann ich sich die Frage stellen, ist der EQS für Mercedes-Benz der wichtigste Auto vom Jahr oder nehmen den Auto für einen entspannten Cruisen? Mit diesem EQS der elektrische Luxuslimousine will Mercedes-Benz auch Top-Klasse neu definieren. Und ob sie mit diesem E-Mobil Verbrenner-S-Klasse an die Schiede stellen, das bleibt eine andere Frage.